Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Und der Streamchat hat geschrieben, die Entscheidung am Anfang ist wohl ausschlaggebend, wie das Outfit ist. Und das ist mal interessant zu wissen. Aber ich finde es cool gelöst an dieser Stelle, dass wir hier... Aber ich glaube, ich habe in der letzten Folge Blödsinn erzählt. Man hat nämlich dann auch entweder, je nachdem wie die Entscheidung gelaufen ist, dann Aeris oder Tifa gespielt. Oder nur Tifa. Man musste dann Aeris befreien und ist dann zu Cloud gegangen gemeinsam. Also die waren nicht beide im selben Raum, sondern die waren auf jeden Fall in drei... Also alle drei Charaktere waren in drei unterschiedlichen Räumen. Das auf jeden Fall. Und es kann durchaus möglich sein, dass ich mich da gerade vertue. Weil da könntest du einfach mal mein altes Let's Play rauskramen. Mal nachgucken, weil ich glaube, da hatte ich nämlich ebenfalls den Fall, dass Cloud das den Contest gewonnen hat. Das fand ich ein bisschen verwirrend, weil ich das noch nie erlebt habe in dem Durchlauf. Aber wie auch immer. Wir wollen hier weitermachen. Ab geht's. Wir müssen Cloud retten. Dankeschön. Beeilt euch. Ja. Ich glaube, hier ist voll die Action gegen Don Corneo. Ich hätte doch auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Okay, mit euch will ich nicht reden. Aber, auch wenn wir uns eigentlich beeilen müssen, darüber zu kommen, will ich trotzdem nochmal hier rüber, weil da war ein Raum und eine Tür, in die wir nicht rein konnten. Und just trust me, irgendwo hier muss es noch einen Schalter oder irgendwie sowas geben dafür. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst beim letzten Mal, wo der Typ rumgespielt hat. Auf jeden Fall war hier dieser Gang nach unten. Ah. Aha. Nebenbei, das hätte ich im normalen Let's Play, da ist noch eine Kiste, seht ihr mal. Das hätte ich im normalen Final Fantasy 7 Let's Play genauso gemacht. Ich wäre auch erstmal hier rüber gegangen, bevor ich zu Cloud... Ah, okay. Das war die Tür, in die wir nicht, durch die wir nicht durchkamen. Tada! Jetzt können wir Cloud besuchen gehen. Mal gucken, wie es dem so geht. So. Die letzte Tür ab zu Don Corneo. Dem ollen, widerlichen Lüstling. Meine Güte, der war ja schon im Original widerlich, aber hier ist er noch um einiges ekliger. Hallo ihr! Was wollt ihr denn hier? Los! Ihr seid durchgefallen! Ich hätte ganz gerne lieber tiefer gespielt. So, Maggi! Oh. Oh, keiner von denen hat Feuer. Das ist aber doof. Ach komm, dann nehmen wir halt eben Eis. Auf den Dude. Oh, schon tot? Das tut mir aber leid. So, wo ist der Gang? Ich glaube, da durch die Tür, aber hier ist doch auch noch... Achso, das war die Tür, durch die wir durchgekommen sind. Zur Brautschau. Hier ist jetzt aber nichts weiter, ne? Nee, ich glaube nicht. Es wäre seltsam, wenn sich hier neue Kisten auftun würden. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Irgendwelche tollen Zettel, die wir mitnehmen können? Nein. Na dann, gucken wir mal, was Cloud so passiert ist. Ach Mann, immer diese tollen Zwischentüren. Oh, mehr davon! Mehr! Schluckelchen! Ich komme! Hey du Zicke, das hat verdammt nochmal wehgetan! Hey, Kotsch, Sotsch! Bringt diesem Flittchen mal Manieren bei!
Tut mir echt leid. Aber deinen Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Oi? Du bist ja ein Mann! Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht! Ich rede ja! Ich sag alles! Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Oh, wenn ich das sage, bin ich tot. Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Oh, es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger. Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Hohi! Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche. Diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff. Die Platte macht hui! Patatatatam. So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Und ich kenne diese Antwort. Wenn sie dem Tod ins Auge blicken. Nein. Och, Mann. Echt jetzt? Wenn sie sich siegessicher sind. Tut mir leid. Die Zeit ist um. Die Antwort ist... geheim. Hohi! Die Antwort wäre, weil sie sich siegessicher sind, gewesen. Und dann hätte er gesagt, richtig! Und dann wäre man runtergefallen. Also nebenbei, man konnte da auch schon, also im alten Final Fantasy, auch alle drei Entscheidungen treffen. Man hatte aber kein Zeitlimit, man konnte sich bewusst für Sachen entscheiden. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Oh.
Wo sind wir? Stinkt ja bestialisch. Okay, machen wir die beiden Schlafnasen hier erstmal wach. Hey, Tiefer, aufwachen. Fußtritt. Tiefer? Cloud. Schnell, wir müssen nach Sektor 7. Ja. Jetzt ziehen wir Aris mit rein. Sie wird das verstehen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ich hab sie gerettet. Dann sie mich. Dann ich wieder sie. Hm? Ist das eine Antwort? Warum kümmert ihr euch denn umeinander? Hm. Ach ja, der kleine Wachhund. Tschüss, ich bin weg. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der hat auf jeden Fall Wasserattacken drauf. Bodenwelle. So. Wir haben schon mal einen ATB-Balken frei. Dementsprechend machen wir das gleiche wie sonst auch mal. Wir analysieren ihn erstmal und drücken das diesmal nicht weg. Wen habe ich geweckt? Ich habe Arco geweckt. Das ist das kleine Schoßhündchen von Don Corneo. Ein riesiges Monster, das von Don Corneo in der Kanalisation gehalten wird. Es ist viel intelligenter, als es scheint und nutzt seine Umgebung zu seinem Vorteil, indem es beispielsweise mit Schmutzwasser angreift. Magieattacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Eiselementare Attacken füllen sie gar nicht. Aber das macht überhaupt nichts. Wir wissen zumindest, dass Feuer wirkt. Bitte lass Cloud Feuer dabei haben. Moment. Nee, kann ich nicht. Wow. Ich habe gerade noch gesehen, wie er zum Sprung anspringt. So. Nope. Einmal noch gehen. Da hockt er da oben und chillt sich sein Leben. Na ja, dann. Hier, nimm mal Feuer mit. So, er ist schockfällig. Schockfällig ist gut. Oh, wo ist der denn jetzt hin? Rechtes Horn. Machen wir doch mal Angriff auf rechtes Horn. Ja, ja, lass mich mal in Ruhe. Au. Deine Hand tut weh, wusstest du das? Okay, nochmal. Rechtes Horn und kaputt damit. So. Und er ist im Schock. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Magie machen. Feuer auf Arco. Magie. Eis ist nicht so geil. Dann kriegst du Vita auf Cloud. Und jetzt habe ich Tiefer genutzt. Aris brauchen wir noch. Magie, Eis. Auch nur Vita. Naja, komm. Dann nehmen wir einfach mal Blitz. So, ein Hörnchen hat er ja noch. Kochendes Blut, das gefällt mir gar nicht. So, einmal Feuer. Oh, jetzt haben wir wieder nur Arco im Visier. Gut. Was macht er jetzt? Tsunami. Fuck.
Wir sollten mal schnell von dem Ding da weg. Hat er gesagt. So, jetzt kommt er wieder runter. Wunderbar. Den Limit, die Beschwörung, die machen wir auch. Okay, die Sprünge macht er zweimal, das ist gut. Oh. Ich habe keine Gegenstände, ich habe keine Magiepunkte mehr bei Cloud. Dann wird es Zeit, dass hier nochmal was geht. Sie kann doch sicherlich Entfesselung. Eris kann sicherlich auch nochmal eine Fertigkeit reinwerfen. Ach ja, warum eigentlich nicht? Einfach mal ein Gebet. Nee. Schlagserie mal hier aus der Reihe. Au, 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 au. So war das nicht gedacht. Aus jetzt. Böses Hundi. Okay. Ah, Cloud ist im Limit. Das ist schon mal ganz gut. Er kann sich aber auch einfach mal Antidot geben. Während Tifa nochmal mit Vitra heilt. Und dann, ja, jetzt ist er gerade weg. Ja, umso besser. Dann holen wir uns noch Ifrit dazu. So, schön einfach mal alle ATBs leeren. So, Abwasser zum Nami. Oh, ah, nein, doch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt... Selbst wenn woanders kommt, umso besser. Jetzt ist er wieder dabei. Und einmal Limit Break. So, Schockanfälle. Magi. Feurer. Aber das war's, glaube ich, mit ihm. Ja, das war's auf jeden Fall mit ihm. Ich bin sehr stolz auf eure gute Zusammenarbeit. Ihr wart wieder ein Spitzenteam. Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Hm. Ja. Nur tiefer! Achso, zu der Frage, wen ich geweckt habe. Ich habe zuerst tiefer geweckt. So, wie sieht's denn aus? Haben wir unsere Lebenspunkte? Nee, wir sind ziemlich angeschlagen. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Ah. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als erstes dorthin. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Wir gehen als erstes dorthin, nachdem wir diese Kiste geöffnet haben. So, ich bin mal gespannt, was hier jetzt für ein riesiges Labyrinth auf uns warten wird. Hui! Ein Saharin! Mach ihn kaputt! Der will... sicherlich Leviathan beschwören oder so ein Kram.
Einmal analysieren, bitte. Feuer. Okay. Es ist, ja klar, es ist irgendwie menschlich. Darum ist es klar, dass es, dass er ein Problem mit Feuer hat. So. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Ja, das war nur der erste. Hier gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Ah, da drüben sind wieder Kisten zum Zerstören. Yay! Vandalismus! Und noch eine Kiste. Oh, das scheint sogar der richtige Weg zu sein. Oh! Ich erinnere mich. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich bin der Meinung, dass man hier in dem Ding die Ultima Materie bekommt. Und die Ultima Materie ist eine der so ziemlich stärksten Materias, die man bekommen kann. Darum müssen wir hier ganz vorsichtig, behutsam erstmal gucken, wo wir unterwegs sind. So, hier ist... Hier könnte man theoretisch hochlaufen. Okay. Drücken wir mal den Hebel. Natürlich halten. Weil Hebel müssen gehalten werden. Ganz schön intensiver Geruch hier. Ja, und dann müssen wir jetzt runter. Lecker. Das hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut. Na, guck mal einer. Eine lilane Kiste. Waren die schon immer lila? Federhandschuhe. Sehr interessant. Das ist sicherlich eine neue Waffe für Tifa. Können wir mal kurz einmal gucken. Sag ich ja. Schnelligkeit minus 10 und Magiepunkte minus 13. Ich glaube, das sind so Sachen, die bestimmt dadurch kommen, dass sie, dass die Überschallfäuste aufgewertet sind. Dann wollen wir doch erstmal gucken, was die aufgewertet sind. Teile hier bringen. So, einmal ab durch den Hyperspace. Na, seht ihr mal. Physische Attacke, erlittener Schaden. Ein Materia-Slot brauchen wir nach Möglichkeit. Es gibt keinen zusätzlichen Materia-Slot hier. Trotzdem sind die natürlich ein bisschen besser. Und jetzt lass mich überlegen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen... Oh, ich kriege einen Keks. Moment. Wir werden auf jeden Fall einmal die Geschwindigkeit, also die Schnelligkeit erhöhen. Ja, dann müssen wir... Magische Attacke, das ist gut. Physische Attacke sowieso. Jetzt gucken wir nochmal, was es hier gibt. Schaden von normalen Angriffen plus 5% ist super. Oh, ATB-Aufladung plus 10%. Das ist bombastisch. Weil das macht sie tatsächlich sogar noch einiges sinnvoller. Normalen Angriff erhöhen, auf jeden Fall. Schockflatterer. Halt die bei Spezialfertigkeiten gegen Gegner im Schockzustand TP. Okay. Das ist auch gut, weil die ja sehr gerne Cloud angreifen. Na gut, doof ist jetzt natürlich. Doof ist jetzt nicht. Mann, hör auf mich mit Keksen zu füttern. Dass ich jetzt natürlich einen Materia-Slot weniger habe. Aber, Moment. Ich habe hier irgendwo doch einen. Der Schwarzreif. Ha! Oh. Der ruppt aber die Abwehr gewaltig nach unten. Nee, das ist mir zu unsicher. Dann müssen wir uns überlegen, was für
Materia sie jetzt nicht mehr mitnimmt. So, heilen ist ganz praktisch. Autovita. Ist bestimmt mega gut. Aber geben wir ihr doch mal lieber nochmal irgendwas krasseres. Feuer. Wir brauchen bei ihr noch Feuer. Glut. Glut haben wir hier zweimal. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich setze trotzdem Glut 1 ein, in der Hoffnung, dass die dadurch an Lebenspunkten, an Schaden gewinnt. Und den TP-Bonus setze ich auch ab. Dafür nimmt sie Barriere mit, um gegebenenfalls Charaktere zu schützen. Also, hier war doch irgendwo da. Aber, wait. Gab's hier drüben nicht? Achso, da kommen wir dann eh lang. Trotzdem frage ich mich, ob es da drüben irgendwas gab. Nochmal eine versteckte Kiste oder so. Ich bin hier echt vorsichtig gerade in dem Bereich. Hat einfach damit zu tun, ich bin... einen schönen guten Namen, Tommy. Ich bin, nämlich echt der Meinung, dass es hier eine echt wichtige Materia gibt. Zumindest gab es die im alten Final Fantasy 7. Und deswegen will ich hier nicht einfach blindlings rumlaufen. Vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, hier einfach das Wasser wieder hochzuziehen. Aber schöne Wassereffekte, muss ich sagen. Also, gucken wir mal. Ah, hier können wir uns ausruhen. Das ist schon mal was Gutes. So, und wir haben hier nochmal so einen Shop. Mal gucken, was wir hier haben. Wir kaufen die Dinger jetzt einfach. Einfach damit wir diese Jukeboxes, wenn die mit uns richtig auf den Keks gehen, wechseln können. Ah, ich glaube, wir mussten das hier sogar wieder leer räumen. Weil sonst wäre wahrscheinlich hier irgendwie das ganze Ding unter Wasser gewesen oder sowas. Keine Ahnung. Hier kommt Gegner. Ach, Wehrratten. Wie süß. Noch mehr? Nö. Langweilig. Liegt da vorne was? Oder täuscht mich das nur? Nee, es täuscht nur. Erinnert mich auf jeden Fall nochmal dran, dass ich zurück, dass ich irgendwann bei Gelegenheit zu Aris in die Kirche gehe. Oh krass. Neuer Gegner. Oh nein, ich wollte noch analysieren. Ach, was seid ihr denn für Grobiane? Das geht ja voll nicht. Das war eine Krabbi. So, was kommt hier? Nichts. Kein Gegner. Aber Kisten. Kisten sind auch gut. Ha, das ist schlecht. Verschlossen von Don Corneo. Mal wieder eine Sache, die von Don Corneo verschlossen ist. Aber wo ist denn hier ein weiterer Weg? Hab ich irgendwas verpasst? Ah, hier ist ein Weg. Gut, also wir haben drei Punkte, die wir noch nicht betreten konnten. Das ist einmal diese, dieser Eingang von Don Corneo. Dann ist es einmal der, die Kirche, wo wir nochmal rein müssen. Und wir müssen... Ja, wir wollen hier durch. Stockdunkel. Macht nicht. Augen zu und durch. Alles gut. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihnen doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen.
Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Also ja, es ist hier wirklich sehr dunkel. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es sich lohnt, vermutlich hier durchzugehen. Oder hier sich so ein bisschen umzugucken. Nee, einfach nichts. Aber schön, wie die Materie in Clouds Schwert leuchten. So, wir haben aber noch einen zweiten Gang, den wir noch nicht durchforstet haben. So, zum einen haben wir hier anscheinend eine Tür. Ha. Sehr gut. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Perfekt. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn er noch funktioniert. Probieren wir es doch. Vielleicht haben wir dann da drüben auch Licht. Schön, das hat funktioniert anscheinend. Gehen wir doch mal gucken. Endlich Licht. Licht, endlich wieder hell. So, können wir hier irgendwas sehen? Ist hier zufällig eine Treppe oder irgendeine Leiter oder so? Aha. Hier ist auch irgendwas. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und direkt neben uns ist eine Leiter. Die wir hinunter gleiten können. 800 Gil. Naja, dafür hat sich das jetzt nicht so gelohnt. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil kann sein, dass wir jetzt an einer anderen Stelle kein Wasser mehr haben. Oder Wasser haben, wo wir kein Wasser haben wollten. Nämlich hier drüben. Ach, fuck. Ich habe wieder kein ATB, um das Ding zu infizieren. Aber jetzt habe ich's. Fertigkeiten. Analyse. Sag mir, was der Frosch kann. Die Krabbe. Kaiserkrabbe. Eis ist super gegen ihn. Gut. Ah, noch mehr? Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, als hätte ich es gesagt. Jetzt ist hier nämlich Wasser. Aber gut, hier ist auch ein Schalter. Glück gehabt. Und Hallöchen, Rias. Ich habe dich schon gesehen. Ich wollte dir eigentlich schon Hallo sagen. Aber dann habe ich es vergessen. Und da unten liegt eine Materia. Und wir haben die Materia. Ein Schlüssel? Ah, doch nicht. Es ist nur ein Schlüssel. Schade. Das sah so aus wie eine blaue Materia. Gibt es blaue Materia? Lass mich überlegen. Grün gibt es. Ich vermisse nebenbei die Materia alle die ganze Zeit. Muss ich aber echt mal gucken. Gibt es die blauen... Ja, es gibt blaue Materie. Haha. Die Materie alle hat nämlich die Fähigkeit... Minecraft, lol. Die Materie... Also, es gibt eine Materie, oder es gab eine Materie, die heißt alle. Und mit der konnte man mit einem Zauber alle Ziele treffen. Ich meine, das macht hier Feura sowieso. Aber... Sie war halt eben massiv nützlich, weil dazu konnte der Gegner gar nicht mehr ausweichen. So, mal gucken, wo wir hier sind. Sind wir hier schon durch? Ich glaube nicht. Das war noch nicht alles. Wait. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Und dieser Schlüssel kann ja wohl bedeuten, dass wir hinten in diese Kanalisation rein können. Und wir können nämlich... vermutlich später nicht mehr in diese Kanalisation zurück. Deswegen müssen wir da definitiv nochmal hinlaufen.
Cloud, beweg dich mal ein bisschen schneller. Ich konnte... Nein! Och, bitte, echt jetzt? Was jetzt? Moment mal! Diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Gut, aber jetzt können wir hier wieder zurücklaufen. Perfekt. Wie gesagt, wir haben diesen einen Schlüssel gefunden. Und wenn dieser Schlüssel, diese eine Tür da hinten öffnet, dann haben wir zumindest schon mal einen Punkt in der To-Do-List abgehakt. Ach komm. Und dann kommen die Krabben von der Seite an. Super. Materia-Stufe gestiegen. Glut hat eine neue Stufe. Sweet. So, wo war das jetzt? War das hier? Ich glaube, das war hier entlang. Ja, genau, das war hier entlang. Ich bin mal gespannt. Ah. Schade. Ich hab doch... Was für ein Schlüssel war denn das dann, bitteschön? Gegenstände? Das war auf jeden Fall ein Schlüsselgegenstand. Hier müsste wahrscheinlich... Ach, Schlüssel für den Hauptabwasserkanal. Den haben wir noch gar nicht, glaube ich. Oh, den haben wir noch gar nicht gesehen. Den Hauptabwasserkanal. Ah. Na gut, dann ist das hier doch leider noch eine To-Do-List. An der Stelle. Dann sind wir hier einmal komplett durchgelaufen. Und müssen dann den gesamten Weg wieder zurückrennen. Ich sehe schon kommen. So. Ja, Kanalisation gibt es viele von. Bist du denn ein Bingo? Ein Blubu, sorry. Hier ist auch was. Auch wieder. Corneo hat hier seine eigenen Dinger. Da können wir irgendwie nicht dran vorbei. Mies ist auch, dass das jetzt hier über mehrere Etagen wieder geht. Das ist wie bei dem Lichter ausknipsen, als wir auf dem Weg zum Reaktor 5 waren. So, machen wir die Schleuse auf. Stehen sie schon und warten auf mich. Hallo. Einfach drauf. Irgendwie sind die... Ach, Cloud schläft. Oh, ist das süß. Mitten im Kampf eingeschlafen. Da merkt man, wie viel er von diesen Kämpfen hält. Aber diese Kämpfe sind auch nicht so... großartig. Das... Au. Sind nicht so großartig, dass es sich lohnt, hier irgendwie anzufangen mit Fertigkeiten und so weiter. Aber ich krieg hier gerade mal einen ATB-Balken voll. Okay, ich glaube, ich krieg noch einen zweiten voll. Ja, okay, ich hab's verstanden. War das Feuer? Oh, ich probier's. Wunderbar. Das sieht hier weniger gut aus an der Stelle. Da drüben watschelt wieder ein Sahagin rum. Ist hier irgendwie eine Leiter? Ah, da ist einer.
Gut, davon gibt es auch noch ein paar mehr. Ich gucke mich immer so behutsam ein bisschen um, weil ich keinen Bock habe, irgendwas hier zu vergessen. Da müssen wir hin. Okay. Da kommen wir aber nicht so leicht hin. Wie es aussieht. Ah, wir sind zumindest schon mal auf der anderen Seite. Das ist schon mal etwas. Eine Mogri-Medaille. Hä? Ah. Okay. Wir könnten auch einfach versuchen, dieses Tor hier zu benutzen. Hä? Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Ich meine, ja, hier ist ganz viel Schutt, das sehe ich ja. Aber ich glaube, wenn ich hier jetzt Wasser durchgehen lasse, durchfliegen lasse, wird das auch nicht ändern. Oder kann ich das irgendwie ein bisschen kaputt schlagen? Nee. Hier geht nichts. So, von da bin ich gekommen. Es wäre jetzt seltsam, wenn ich da wieder hin müsste. Ach, hier ist es. So, und jetzt geht das Wasser gleich wieder durch. Oder was? Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht. Ach doch, klar. Das hat was gebracht. Wir können da jetzt einfach drüber balancieren. So. Und drüber da. Das sieht so weitläufig aus. Und stellt euch vor, wir müssen bis da nach hinten hin. Supertränke. Das gefällt mir. Gut. Ist schon lange hin, aber ich mache jetzt hier nochmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich bald demnächst wieder, denn wir haben schon wieder 42 Minuten in der Aufnahme. Nice. Bis denn.